Herzlich willkommen zum Literaturtipp. Heute möchte ich Ihnen Der gefangene König empfehlen. Wir haben in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern. Das ist der 200. Todestag von Napoleon. Da erscheinen natürlich einige Neuerscheinungen. Ich habe mir diese ausgesucht. Der gefangene König ist ein Roman, der es in sich hat, weil er wirklich stilistisch sehr brilliert. Es geht um einen jungen Mann, der aus einfachen Verhältnissen kommt und General der napoleonischen Armee wird. Und zu einem späteren Zeitpunkt wird er sogar von Napoleon zum König von Neapel gekrönt. Und dieser junge Mann, der aus einfachen Verhältnissen kommt, sein Vater hatte eine Gaststube, ist ein absoluter Bewunderer Napoleons. Jetzt wissen wir alle, dass Wohl und Wehe dieser Person vermutlich auch davon abhängig ist, wie es mit Napoleon ausgeschaut hat und wie es da zu Ende gegangen ist. Das wissen wir ja. Also haben wir die Situation, dass er im Endeffekt im Gefängnis sitzt und aus der Zelle heraus sich erinnert an seine Zeit als absoluter Bewunderer Napoleons und was er in dieser Zeit erlebt hat. Das ist ein Buch, das für mich einer der besten historischen Romane dieses Frühjahrs ist. Und wie gesagt, es brilliert stilistisch und ist ein wirklich gutes Abbild seiner Zeit.